Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Wir stehen jetzt hier noch vor dem Eingang, wo wir den Krater Ungarn finden sollen. Da wo ich das letzte Mal hier oben von da oben runter gesprungen bin und dann totgegangen bin und dann bei den hier bei den Sanitäten wieder rausgekommen bin. Ihr erinnert euch. So, dann wollen wir mal. Ich bin nicht nur zur Ziele da. So, dann hauen wir die mal alle weg hier. So gut. So, aber wo komme ich denn jetzt eigentlich hier hin? Ach, da komme ich wieder nach draußen. Echt jetzt? Ach, ich Idiot, Alter. Von da bin ich doch gekommen. Oh. Gott, was bin ich? Naja, okay, lassen wir das. Ach ja, wo geht's denn da hin? Da komme ich wieder raus. Von da komme ich doch. Naja. Gut. So, ich hoffe ja mal, dass jetzt hier genügend noch feindliche Truppen verteilt sind, dass ich den Bonus voll machen kann. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. So, mal gucken, ob ich die 6 jetzt hier noch zusammenkriege. Wenn nicht, dann muss ich aber nur mal zurücklaufen. Thank you.
Hey, hallo, hier drüben. Ja. Bitte, ihr müsst uns helfen. Sie haben uns an die Ausrüstung angekettet. Und sie schalten uns die Thermalschilde ab, wenn wir Ärger machen. Er übertreibt nicht. Dieser Fremdlingsabschaum schindet uns zu Tode. Helft uns. Und was habe ich davon? Ihr Eisbrocken. Wollt ihr wirklich untätig zusehen, wie wir hier unten verrecken? Vielleicht können wir euch helfen. Ein kleiner Handel? Ich hoffe für euch, dass ihr recht habt. Ihr müsst die Thermalschildsteuerung abschalten und die Schlüssel zu unseren Fesseln besorgen, damit wir flüchten können. Ihr könnt meinen Thermalschild nehmen. Wenn ihr uns befreien könnt, braucht ihr ihn dringender als ich. Seid kein Idiot, das ist Selbstmord! Das ist unsere einzige Chance. Ihr werdet nicht meinetwegen sterben. Ich komme schon klar. Hoffentlich habt ihr recht. Sonst wird keiner kommen, um uns zu retten. Wie selbstlos ihr handelt. Das gefällt mir. Ach, ich hab heute mal meinen sozialen, ne? Bin heute mal ein bisschen müdig. Den Bonus, aber jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir den Schild deaktiviert bekommen. Ich weiß das zwar nicht, warum jetzt hier so ein guter Schild hier drum liegt, aber ist egal. Weit so gut. Achso, das ist jetzt hier wegen den... weil ich kein Thermalschild habe wohl, ne? Wie komme ich denn jetzt da hin? So, jetzt muss ich irgendwo da oben hin, ne? Also ballern wir uns da durch.
Nette Ausrüstung, Kopfgeldjäger. Ich wette, ihr musstet eine Menge Blut dafür vergießen. Wem bin ich so sehr auf die Füße getreten, dass man einen Auftragskiller schickt? Der Republik? Dem Imperium? Beiden? Was gibt euch Grund zu der Annahme, sie hätten mich geschickt? Nachdem ich ihre Truppen ausgelöscht habe? Warum sollten sie nicht? Egal. Wer auch immer euch geschickt hat, hat offenbar vergessen, euch zu warnen. Ansonsten wärt ihr nicht hier. Ihr habt wirklich keine Ahnung, wer ich bin, oder? Nur ein hässlicher Fremdling, der gleich eine saftige Blasterladung verpasst kriegt. Ihr habt keine Ahnung, auf was ihr euch da einlasst. Vor diesem Spruch hätte ich euch gehen lassen, wenn ihr mich angebettelt hättet. Ich war einer der Besten der Republik Söldner. Das beste Training, die beste Ausrüstung, die besten Aufträge. Wenn sie mir auch die beste Rente angeboten hätten, wäre ich vermutlich immer noch da. Wenn ihr dachtet, das hier würde leicht, habt ihr einen schweren Fehler gemacht. Und tschüss. Das war jetzt ein Fehler, was ich hier gemacht habe. Das war jetzt ein Fehler. Ich hatte eigentlich gedacht, er geht da an der Lava drauf, aber... Und da. Ich hab gedacht, er geht an der Lava drauf, deswegen habe ich ihn runtergestoßen, aber na okay, gut. Warum bricht das jetzt immer wieder ab? Ich mög dir es heiß, Jagna. Ich sterbe nicht allein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ihr sterbt. Den Sternen sei Dank, ihr habt es geschafft. Ihr seid ein Segen für euresgleichen, Kopfgeldjäger. Danke. Lasst euch nicht noch einmal erwischen. Mehr Rettungsaktionen führe ich nicht durch. In Ordnung. Danke für eure Hilfe. Ich dachte, wir wären erledigt. Danke. Okay, flüchte aus dem Lagerwerk. Allzu gerne. Gut, vielleicht hätte ich auch einfach per Schnellreise irgendwo hinreisen können, ne? Machen wir mal hier. Hätte ich ja gleich mal machen sollen, ne? Naja. Ja, bitte. Geht doch. Bliss? Auf meinem Comlink herrscht totale Funkstille. Wieso funktioniert deine Verbindung?
Gopu daba dalba no mo kefesko vami. Kimi na ni hala neza ni ba ni hala kamana hama. Kili ya kapesa jubinlu. Ango tonton. Jubinlu hama zo uyaya. Kini ya patibu. Kebi yote ya tata. Relon pi niete bonbon. Espa vandun te vin. Tashi ya hosa ya dan. Papa don lomo. Osponsa vin tutti. La kusa dinin. Papa lo mandengyo. Venu bada hine kas. Wer ist der nächste Bliss? Arriba chico. Na quasi nigo ni gaka kun bupi kun bamba bla. Kwaba yinso yama yuka nikiti do sonki. Chopa di cast for and delay. Ayafa gom jam karusa. Karusa gobitum. Chibin lui na dali. Kilo wa tsugu wampi. Nupuza nika espa vento ke tron. Rilo wampi o piso. Ayete babe toni pa. Kibi otto. Ich brauche nur seinen Aufenthaltsort, Bliss. Wasa chakosa lincha kan fuhun. Kodwa kini zibe liwe ne zin wole zek handelenu. Ngo pu daba dalba no mo kefesko vami. Kimi na ni hala neza ni ba ni hala kamana hama. Ich unterhalte mich mit Vos, sobald ich mit Kren fertig bin. Nun gut, ich bende hier den Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen ab und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.